Hey, warum hast du versucht? Moinsen, Jungs und Mädels, und willkommen zurück. Wir kämpfen gerade gegen Unidad-Soldaten. Achtung, links, Jörn. Da ist ein Auto, da ist ein ganzes Auto. Scheiße. Tot. Jungs, wie soll denn das möglich sein? Aber wie heißt, bin ich jetzt gefahren? Wir fahren halt Patrouille. Scheiße, das ist nichts, da werfe ich Granaten. Weil man da halt im Offenen rumgurkt, ne? Ohne Aufklärung. Ja, wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen, weil, wenn man einmal in eine andere Richtung schaut und angegriffen wird, ist man relativ schnell tot. Ach, wir werden noch Profis, das dauert halt ein bisschen. Ellen hat wir seid ihr auch alle gerade im Ladescreen? Oder jetzt ja. nicht mehr? Ja, okay, jetzt gut. Nicht mehr, Rudi, ja. Du bist gerade dumm gestorben und nicht ich, ne? Stimmt. Shit, hat der erste sieht harte Biss hier. Ja, da hinten ist dieses lila Fahrzeug, ne? Von dem sollten wir uns freuen. Aber das kommt direkt auf uns zu, ne? Ja, dann geht mal in Deckung, Jungs. Hä, ich töte die. Hey, warum willst du die denn? Warum? Das stimmt, weil die mich eben angegriffen haben. Blutrache. Ich würde auch sagen, das ist einfach Rache. Blutrache, ernsthaft jetzt? Das hat nichts mit Sinn oder so zu tun? Und jetzt noch deren Auto zerstören? Hä, die sind doch jetzt alle tot, ist doch alles gut. Ja, erst nur das Auto zerstören, ist alles gut. Kann man das? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wer war das? Ich nicht, glaube ich. Man lennert jetzt. Ey, was? Ich muss auch in die Luft jagen. Was macht ihr in der Barbecue oder was? Könnt ihr echt nicht von den Flammen verletzt werden? Nee, das ist ganz gut. Kann man irgendwas looten? Meine Deckung. Ja, ich bin schwarz. Wie soll ich von den Flammen verletzt werden? Ja. Ja, weiß ich. Bist du der Schwärzeste oder? Was? Oder der nicht ganz so Schwarze? Ich bin der neben dir hier. Rudolf, hör auf dich zu bewegen. Hör auf dich zu bewegen. Ich bin, weiß ich nicht, ob ich der Schwärzeste bin. Na, nee, einer von euch hat eine Narbe und der andere hat keine. Dreh dich mal um. Oder ich dreh mich um. Alter, das stimmt bei euch nicht. Ich markiere nochmal hier das Ding, wo wir hinwollen. Nee, ich glaube, eine krasse Augenklappe. Ich glaube, wir sind. Weiß ich nicht. Weil es gab einen, der war so ein bisschen. Egal. Scheiße. So, ich laufe hier schon mal ein bisschen vor, ne? Ich auch. Ja, nicht begleiten. Wir gehen in Richtung C noch, oder? Aber was gibt's denn hier eigentlich? Auto würde sich lohnen. Kühe. Geil. Kühe. Ja, da vorne sind Autos. Wow, ja, Lenny, Steakesser, ne? Was bin ich? Steakesser. So, ich folge mal den normalen Weg dahin, ja? Die wollen uns bestimmt ihr Auto schenken, oder? Jungs, wie sieht's denn aus, diesem Bus hier? Achso, du klaust den schon. Ich klaue den, ja. Ich hab sie gefragt, die meinten, ja, okay. Oh! Emma sah nicht so begeistert aus, ne? Lenny, du möchtest mitfahren? Na komm, komm mal mit. Lenny, jetzt komm! Sehr schön. So, leitet mir den Weg, ihr seid mein Navi, okay. Andere Richtung! Ihr seid komplett woanders als ich, oder? Ja, wir wollen zu CD fahren. Das ist ja, der fahr ich auch, aber ich fall... Oh, wir sind... Nee, Auto. Mein Anton, der ist gerade. Ja, mega, nee, das falsch. Problem ist bloß, bei mir ist halt noch diese eine Mission markiert, deswegen. Achso, ja, dann hier rechts rum. Ja, ich sehe jetzt seh's auch. Kommt mal bitte zu mir. Bist du tot? Anton, fährt. Also, du fährst immer noch falsch. Hä? Ja, musst du erstmal auf die Hauptstraße kommen. Jungs, Motorrad ist gefährlich, wenn Leute am Rand stehen und Drive-by-Shooting machen. Oh ja. Ja, das Problem ist, man selber kann kein Drive-by machen. Wow. Jungs, ihr müsst die rein, wenn man gerade Motorrad entgegen. Fährt. Achtung, da stehen Lenny. Die Leute, sie müsste abschießen. Ja, das sind Leute? Oder warum sagst du uns das? Lenny, komm, kill die! Kill die! Okay, einer steckt aus und belebt ihn wieder. Ach, der war schon tot, alles klar. So, Ronald. Mann, hä? Lenny, bist du blind? Jungs! Ah, was ist los? Danke, wie viel Zeit hast du hier noch? War entspannt. Okay. Thanks, man. Kann man noch irgendwie, gemacht. Hier gab's noch was zum Auffüllen? Nachschub markieren? Wie kann ich denn eigentlich Plätze tauschen im Auto? Das geht doch auch irgendwie, oder? Hab ich auch Jonas, wir fahren das Auto hier, oder? Oder noch irgendjemand fährt das Auto hier mit mir? Oder auch nicht? Come on, ey, ganz ich ehrlich. Ich nehme das jetzt. Motorrad. Okay. Aber ich darf nicht vorfahren. Das ist gefährlich, falls ja, ich fahr vor. Warten. Aber bei Lenny, Lenny ist es am besten, weil der kann von hinten halt rausschießen. Oh, Achtung, von hinten kommt, glaube ich, wieder ja, das Auto. Ja, aber der ist weit weg. Okay. Übrigens, wir wissen jetzt nicht, was uns da erwartet. Das heißt, lass mal da jetzt nicht reinrennen, Lennart. Warum eigentlich immer ich? Das finde ich voll unfair. Das ja, weil frage ich mich auch wirklich. Auch gleich das erste Mal gemacht hast. Ja, das war mit Absicht. Hier driften müssen wir noch ein bisschen. Ja, wir müssen irgendwie rechts hoch in Wirklichkeit, ne? Jörn, wo ist die Handbremse? Der Taste? Ja. Bestimmt. Ja, gönn dir meine Fahrt. Boah, ey, dieses Auto, wie das rum. Boah, ey, der hat komm, ja. Komm hier, scharfer U-Turn mit Handbremse.
Habe ich mir gegönnt. Ich nehme eine Abkürzung. Ich nehme eine Abkürzung. Das ist die falsche Richtung. Ey, wir leben noch, ja? Alles kein Problem. Ey, oh, dieses Motorrad. Oh, Andrew, sind wir falsch gefahren? Ja, wir sind falsch gefahren. Alter, da war ein Zivilist. Du musst hier hoch. Du hättest da den oberen Weg nehmen sollen. Oh, wir sollten. Lass mal absteigen. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Hier rechts hoch den Hang, das schaffst du. Wie kann man das Radio abschalten, Jörn? Mit R. Jonas, wo bist du? Da. Drohne, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir noch ein bisschen, obwohl. Ich geh mal da hinter die Mauer hoch, und dann lass ich die Drohne steigen. Okay, ich glaube, wir sollten einfach aussteigen. Bist du überhaupt noch drin? Ja, bist du, okay. Oh, das ist ja einfach nur eine Standardstadt, die wir ganz normal. Halt mal an, hier. Reicht. Ja, also hier, ich sehe keine Gegner. Mit der Drohne. Echt nicht? Ja, dann gucken wir mal. Also, haben wir eine Ahnung, wie die Intel hier aussieht, was das ist? Achso, hier sind auch zwei Informanten und eine Kingslayer-Datei ist noch hier. Die hast du gerade mit der Drohne aufgedeckt, bestimmt, ne? Bestimmt. Wichtige Aufklärungsdaten, okay. Ne, die waren davor schon. Die wichtigen Aufklärungsdaten. Ja, nee, ich wollte nur gucken, also, Ronas, ob irgendwie da steht, was es ist. Also, Ronas, ich habe keine Gegner gesehen. Bisschen wachsam sein, aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Ja, vielleicht ist es hier einfach wieder so, weißt du, dass wir einfach nur so einen Zivilisten... Ja. Und es hier keine Drogendealer-Macher-Dings es gibt. Kann man hier irgendwie über die Mauer klettern oder so? Geht doch einfach auf der Straße lang. Hä? Ich bin Ghost, Mann. Ich stehe auch nicht auf der Straße lang. Special Forces, Mann. Ich weiß gar nicht, was eine Straße ist. Ach so. Schöner Spaziergang hier. Oh, Achtung! Oh, fuck! Ja, sorry. Da war einer an so einem scheiß Turm drin. Anna, hier natürlich hinter dem Ding ist schon was los. Oh, ich bin hier in eine Kirche reingeplatzt. Ich bin direkt getötet worden. Wo? Von wo? Was macht denn ihr? Ich bin tot. Warum? Weiß ich nicht. Haben wir nicht gesagt, wir rennen nicht rein, sondern gucken uns hier ein bisschen vorsichtig um und so? Hab ich versucht. Bei mir steht nämlich genau gleich ein Typ, falls mich jemand wiederbeleben will. Nee, hab ich nicht vor. Oh, scheiße. Hier draußen auf der Straße. Alles klar. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Boom, target down. Wir rennen alle zu irgendeinem Typen. Ich weiß ja nicht zu wem. Wahrscheinlich zu ihr. Nö. Oh, vielleicht wäre ich hier doch beschossen. Könnte schon sein. Oh, fuck. Alter, im Haus haben die mich weggeholt von 80 Jahren. Drüben war noch ein zweiter. Ja, wir sind alle tot. Hört ihr mich? Ja. Okay, weil ich hatte gerade ein bisschen Probleme. Ich muss jetzt mal meine Drohne umstellen. Ich bin komplett woanders, sorry. Ich hatte gerade ein bisschen zu kämpfen hier. Ja, wir auch. Ja, nur ich mit den Einstellungen. Das sind so meine Kämpfe. Ah. Sind da viele? Nein. Ja, vielleicht noch drei oder so. Ich kann zwei sehen. Ein Scharfschütze, habe ich gehört, ist irgendwo. Okay, ich renne da jetzt mal einfach rein, weil ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Wo willst du rein, direkt, Ronas? Hinter du dem Haus sind drei auf der Straße. Oh. Ja, ich hätte, sorry. Oh, sagt er. Ja, war dumm, ich dachte, ihr hättet nicht mehr viel Zeit. Nee, ich glaube, man hat also wir waren eh schon viel tot. Zeit. Ach so. Also bei mir war es so, ich war eh schon tot und dann liegt ach so, man halt. Achso, nee, ihr werdet mir noch als wiederbelebbar angezeigt. Ja, aber ich glaube, ich verstehe auch nicht, was dieser Timer soll. Aber du kannst uns immer noch wiederbeleben dann. Ja, okay. Und nach dem Timer kann man, glaube ich, wählen, ob man respawnt, oder? Aber es funktioniert bei mir irgendwie auch nicht. Ja, das macht Sinn. Das funktioniert aber nicht. Nee? Nee. Okay. Vielleicht nicht, wenn Gegner in der Nähe sind. So, na, da sind wir doch hier direkt. Ja, jetzt, also... Die Stadt an sich ist nicht gefährlich, nur der in dieser umzäunte Bereich, der ist gefährlich, oder? Ihr habt jetzt da schon lauter Sachen eingesammelt, oder? Da oben? Nee, haben wir nicht, da war nicht viel. Wollen wir vielleicht auf eine erhöhte Position gehen und ein bisschen versuchen, alles wegzusnipen? Ja, oder zwei Snipern und zwei gehen rein. Da müssten wir da hinten auf die Seite gehen. Ja, ich versuche mal, mich auf eine erhöhte Position zu stellen. Oder auf ein Haus, reicht ja wahrscheinlich.
Na, Haus hast du aber mega wenig Deckung, ne? Bestimmt, natürlich. Ich laufe hier gerade durch eine Kirche. Ich versuche auch mal der Kirche Richtung wird's heiß. Zu denken. Was ist denn da oben für eine Mission drin eigentlich? Oder für ein Ausrufezeichen? Ja. Na, hier Jörn, war das gerade irgendwie nur Unsinn? In der Kirche wird's heiß? Nein, dahinter. Wenn du durch die Kirche... Siehst du, da vor dir direkt ist schon auf der anderen Straßenseite. Da sind Typen. Ja, okay. Da wurde ich doch auch gerade erschossen. Oh! Jungs, Ausrüstungskisten finden, Nachschubüberfälle finden oder Rebellenoperationen finden. Ausrüstung, ja, wo bist du denn jetzt? Ausrüstung. Er hat mit dem Zivilisten gesprochen. Willst du nicht die Missionen, sondern erstmal aus... Ja, Ausrüstung ist doch geiler, oder? Ich wäre auch für Operationen. Ja gut, dann Rebellenoperationen werten die Rebellenunterstützung auf. Also... Ja, Rebellenoperationen... Scheiß drauf. Nein, aber was bringen wir uns... Ja, bringen ich hab's uns gemacht, ich Rebellen. They keep turning them on, we'll keep shutting them down. We got the address for a car. Wie hast du den Typen jetzt gefunden, Roni? Ne, das war einfach so ein weißes Ausrufezeichen hier auf der Karte. Ich lebe mehr in der Minimap als im eigentlichen Spiel gerade. Ja, ich merk schon, du bist irgendwie die ganze Zeit... Einführung Rebellen. Ja, nö. Okay. So, vielleicht bleiben wir auch ein bisschen zusammen, Jungs, oder? Ja, ich glaube, Lenny steht an einer ganz guten Stelle, oder? Für Snipern. Ja, deswegen war ich hier. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, gut. Wobei... Kommst du, siehst du da durch? Vielleicht ist das Haus davor besser. See. Jungs, ganz kurz, ich markiere mal gleich welche. Und dann sagt ihr mir, ob ihr die seht, ob ihr die abschießen könnt. Also einmal den hier, die 1, kann den jemand abschießen? Oder komme ich gleich in die Nähe? Ja, weil den sehe ich richtig gut. Wenn jemand den da hinten, den anderen noch abschießen könnte, dann können wir da schon mal... Nee, von mir aus noch eine Wand davor, ich muss mal zu euch ein bisschen aufschließen. Oh, die 1 hat gerade irgendjemand gesehen. Oh, Leute. Ich glaube, ich schieß mal die 1 ab. Oh, shit. 1 ist tot. Oh Gott, wo kommen sie denn jetzt her? Von überall, glaube ich. Ich habe hier hinten auf jeden Fall richtig viel Spaß gerade. Ja. Ich helfe euch mal. Wo seid ihr? Ach, ihr seid da. Wo sind die Gegner, ist die interessante Frage. Ich sehe nur Zivilisten. Ich sehe einen. Oh Gott. Ey, das ist echt auf... wir haben ja die höchste Schwierigkeit gerade. Den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, wir müssen uns da ein bisschen besser absprechen das nächste Mal. Das ist noch ein bisschen chaotisch hier. Ja, aber... Ganz kleines bisschen. Also die... Nein! Jungs, ich bin auf dem Hausdach tot. Ja, ich bin auch tot. Wir müssen einfach das nochmal besser machen. Nein, nachladen! Scheiße. Nein, och Mann. Seid ihr alle nachladen. Weg? Ja. Ich versuche mal zu euch zu kommen irgendwie. Bei mir steht nur einer oder so. Ich weiß leider nicht, welcher von den Toten du bist. Der beim gelben Missionsding. Ja, doch, dich kann ich sehen als einzigen mit Namen. Interessant. Ich hab man sollte natürlich drauf achten, ob man nachladen muss. Warte mal, hier unten ist doch direkt, wer liegt denn hier unterhalb von mir? Anton? Ich glaube ich, ja. Komm ich 13 zu dir? Sekunden, aber nee, kann ganz entspannt. Ich glaube, ist ja eh wurscht, dieser Timer. Ja. Naja, ich komme hier rüber. Oh, scheiße, das war nicht so gut. Ach, in deinem Haus ist, glaube ich, einer. Gegner raus, Horde rein. Da kommt gleich einer auf dich zu. Ja, in der Tat. Und... Wo bist du? Ich bin jetzt da im Haus drin. Da ist noch einer. Warte, ich... Da läuft jetzt einer auf die Straße. Ja, ich sehe ihn. Ah, fuck. Ah, okay. Waffe zu langsam. Ja, die sind schon echt krass. Aber das Problem ist, aber wir sind auch richtig dumm. Ja. Das stimmt. Ja. Also lass jetzt mal chillen. Und wirklich die Leute erstmal markieren, bevor wir da irgendwie reinrennen oder so. Wie markiert man nochmal? Apropos. Naja. Na, erstmal mit der Drohne markieren. Einfach, oder also wenn du Drohne oder Fernglas hast, dann markiert er die automatisch. Wenn du wenn ich nichts von beidem habe, wollte ich wissen. Dann kannst du nicht markieren richtig, sondern kannst du nur diese 1 oder die 2 eben drüber schreiben. Aber dass man halt so diese Combo-Abschüsse machen kannst. Müssen wir zu B, ist das richtig? Ja, oder? Ja, ich denke schon. Okay. Ist B richtig? Ja. Naja, nicht B, sondern eher A. Weil B ist irgendwo außerhalb. Ja, aber das war so richtig. Ja, die Richtung. Aber sonst. So, hier links ist wahrscheinlich besser, oder? Wartet mal, ne? Ihr habt ja schon den ersten Kontakt irgendwie. Dann lass doch hier mal kurz einen Halt machen und ein bisschen drohen. Ja, ich drohne jetzt auch gleich. Geh los. Geh jetzt erstmal hier hoch in das Haus. Dann drohne ich auch.
Oh, hier, man kann hier ganz hoch. Lenny, warst du in diesem Haus, wo man die Treppe so 10 Stufen hochgeht? Aber ich Lenny bist war, jetzt da wieder? In einem ganz großen. Ja, ich bin jetzt auch wieder hier oben und hier hat man sogar Deckung, das ist das Gute. Ey, hier hinten ist echt alles voll. Da vor dem Haus mit den Daten drin. Ja, was ist da? Ist eine Patrouille und einer steht direkt vor der Tür. Oh, aber wir haben ja auch richtig viel Stuff zum Einsammeln. Ein Dokument ist ja auch in der Nähe. Perfekt. Ja, die Straße runter steht noch einer. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf die drei hier vorne, oder? Oh, Lenny, du rennst in der Nähe von Gegnern wieder rum, ne? Ich weiß, alles gut. Ich will wieder das Haus oben rein. Wenn ich das schaffe, ohne entdeckt zu werden, ist doch alles gut. Ja, wir konzentrieren uns doch jetzt hier erstmal auf die Jungs, oder? Wer sind die rumrennen. Jungs? Na, die vor unserem Einsatzziel. Achso, da sind ja drei Lennart Leute, macht ne? Das nicht. Wobei, ja, Lennart eben, deswegen. Ich kann von da oben doch da hinziehen, wo ihr gerade seid. Nee, weil da ist ein Felsen vor. Warte mal, werden wir jetzt hier sehen. Okay, sag nochmal bitte, jetzt markiert die doch einfach mal mit 1 und 2 und so, damit wir sehen, welche ihr meint. Ja, muss ich gleich mal machen. So, genau, markiert mal. Den. Die 1 zum Beispiel, die kann ich, glaube ich, sehen. Oh, Jörn, wir sind noch rechts. Ja, die 1 kann ich töten. Ich versuche mal von unten ranzukommen. Kill mal die 1 nicht, Anton, da sind nämlich mega viele noch dabei. Ja, genau, wenn ihr da irgendwelche... Oder hier auf der Straße, die... Ich gehe rechts, ja. Ich versuche dich ein bisschen zu unterstützen. Ich bin eine Querstraße links von dir. Also auf der Parallelstraße. Die 1 Treppe hoch. Ich kann hier unten auch einen killen. So, Grunas, ja. Ihr seid doch gerade zusammen, oder? Einigermaßen, ja. Achso, ihr seid da unten, ganz da unten. Wo guckten ihr jetzt, wo könnten ihr hingucken, damit wir irgendwie... Ja, noch nirgends, aber ich positioniere mich gerade. Vor dir, in dem Haus ist einer. Ja, der ist aber im Haus, der sieht mich nicht. Lass mal auch von dort dann nochmal vielleicht eine Drohne fliegen, falls ihr könnt, damit wir nochmal da hinten irgendwie aufklären. Ja, ich gehe kurz hinter die Mauer. Oh, da ist noch ein zweiter, pass auf, da ist so eine Bunkeranlage hier auf der Ecke. Ja, weil ich sehe immer noch welche, die nicht aufgeklärt sind. Okay, also die sind zu weit weg, um sie aufzuklären, das ist das Problem. Von dem Hausdach kann man schlecht welche killen. Ich geh mal wieder runter. Also ich bin auf dem Hausdach, das geht eigentlich. Wirklich, Lennart? Ein paar kann ich hier killen. Ach fuck, was sind das? Also ich kann den killen. Die Drohne hat echt eine scheiß Reichweite. Ja. Stell ich auch gerade fest. Boah, das war ultra. Die muss man mal erhöhen. Also geht ja. Jetzt geht's. Aber ich sehe jetzt hier nichts mehr eigentlich. Nee, ich sehe auch nur den einen in der Bunkeranlage. Ich dachte, ich könnte hier so ein bisschen ins Haus rein schmummeln, kann ich aber nicht. Doch, ich habe jetzt wieder einen markiert, der noch nicht markiert war. Okay. Entmarkieren sie sich auch irgendwann, weil bei Far Cry zum Beispiel war das so. Wie macht man nochmal das Fernglas? E. E? B. Nee. Was? B. Bertha. Berthold Brecht. Okay. Oh, der Bildungsbürger hier. So, da die drei, ne, den müssen wir, glaube ich, zuerst wegholen. Und dann der, da oben auf dem Dach. Der oben auf dem Dach ist gefährlich. Ich versuch mal. Ich kann den, glaube ich, wegsnipen. Also den oben auf dem Dach. Den kann ich perfekt snipen, Jungs, von hier. Ja, okay, dann halt du, Lenny. Ist den kannst du, glaube ich, gleich weghauen. Ja, hol den weg. Der vier. Er geht runter gerade. Genau. Jetzt kann ich nicht mehr viel schießen. Der ist alleine. Ich habe die drei so halbwegs im Visier. Okay, ich versuche, in dieses Haus reinzukommen, wo der ist. Die drei kann ich gut killen, die vier gerade nicht mehr. Ja, ich versuche, zu vier zu kommen. Kann ich die drei killen, wenn du die vier hast? Weil jetzt darf die drei wieder irgendwo hin, wo ich sie nicht killen kann. Also 3 und 4 habe ich beide im Visier. 3 habe ich auch im Visier. Ich habe die 3 auch im Visier. Dann mach 3. Okay, auf die Plätze. Warte, also ich bin nicht bei der 4, aber das ist egal, okay, dann nicht. Dann warte die 4 ist weggegangen. Der ist komplett raus aus dem Haus. Ich bin im Haus drin von der 4. Ja genau, die 4 ist aber nicht mehr im Haus. Doch. Nein. Hey, die 4 läuft außen rum. Ja. Okay. Wie sind die rausgekommen? Dann gehe ich aufs Haus. Ja, wollt ihr die 3 wegnehmen, Jungs? Ja, okay, 3 mache ich. Obwohl, kann jemand den Kopf sehen? Ich kann den Kopf nicht sehen. Ich sehe nur die linke Schulter von ihm. Okay, dann warte, ich gehe mal auf das Haus, dann kann ich Gesicht. Alles klar, sehr schön. Geh ein bisschen in Deckung. Da hinten, seht ihr die 3? Aber da ist wahrscheinlich noch nicht genug aufgeklärt. Was denn? Wo ist die 3? Die 3 ist da, aber ich glaube, Ronas, kannst du von dort oben nochmal eine Drohne fliegen lassen und ein bisschen nach rechts so? Weil ich glaube, da sind noch ein paar Leute, die nicht aufgeklärt sind. Ja, da müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, dass hier nicht jemand wie ins Haus läuft. Ja, ich versuche gerade zu dir aufzurücken. Also die 3 kriege ich von da oben auf jeden Fall perfekt weg. Ja, okay, die 3 könnte ich auch wegbekommen, aber... Oh, hier hinten ist eine Kiste. Könnt ihr es auf der Map sehen? Wahrscheinlich schon, Lenny? Ja, aber lass es nach den Leuten machen. Wo bist denn du? Hast du gerade eine gute Position? Ich versuche, hat mir gerade eine geschafft. Wem wollt ihr killen? Also Anton, ich glaube, hier hinten sind jetzt keine mehr großartig, tatsächlich. Okay, dann können wir doch die 3 mal killen, oder? Ja, warte, ich muss aus der Drohne raus. Warte kurz, da hinten ist noch einer, der mit dem blauen Hut...
Der ist zwar nicht böse, aber der kann ja auch irgendwie nerven. Also ich könnte perfekt die drei wegholen von hier oben. Habt ihr die Eins? Da ist ein bisschen aufmerksam geworden. Ja, ja, okay, weg. Ja, der sieht mich jetzt nicht. Soll ich die drei kurz holen? Die Eins ist hinter einem Haus von mir. Ist jemand in der Nähe von der drei, ein anderer Gegner? Nee, die oder? Drei kann ich killen. Ich guck grad. Oh, jetzt kann ich sie nicht mehr. Ja, hau die mal weg, Lenny. Der ist down. Hast du einen Schalldämpfer drauf, Lenny? Gejagt sind wir jetzt schon wieder. Oh, das war die Sniper. Nee, hab ich nicht. Oh. Aber die haben es trotzdem nicht entdeckt, glaube ich. Aber es also war mich mega laut gerade. Aber kann man, auch die Sniper in einen Schalldämpfer machen? Oh, ich glaube nicht, oder? Die kommt standardmäßig sogar mit dem Schalldämpfer. Ja. Fuck. Oh, Jungs, ich werde richtig angegriffen. Herr, warum war da kein Schalldämpfer bei mir drauf? Bei mir ist auch keiner drauf. Ich hab nichts verändert, eigentlich. Ich hab grad nochmal geschaut. Wie kann man denn... Okay, ich versuch mal ein bisschen zu snipern jetzt hier. Ich komm zu dir ins Haus und halte den Rücken frei. Oh, fuck. Wenn die hier reinkommen wollen. Du bist noch oben drauf, ne? Oh, aber die haben mich jetzt auch gesehen, aber egal. Lenny, geh mal auf, drück mal I. Ja. Da haben wir eine gute Position. Dann mach Doppelklick auf die Waffe. Hier gibt's auch nur den einen Aufgang, oder? Gibt's noch einen Hintereingang? Ja. Ey Jungs, ich bin jetzt hier im Raum drin und ich komm hier nicht mehr raus, weil ich angeschossen werde. Bist du Doppelklick auf der Waffe? Hab ich, hab Schalldämpfer drin, alles gut. Okay. Oh, von der Seite. Ich bin fast down. Ja, dann leg dich hin und ruh dich kurz aus. Ah, ne, hinlegen, ah. Auf ich extrem ist richtig schon, gefährlich. Man wird richtig schnell entdeckt. Ja. Ja, besonders wenn man keinen Schalldämpfer benutzt. Ja. Da ist einer drauf, tut mir leid. Alles gut. Schaut mal, Jungs, da hinten ist doch so ein Berg. Weil wir sind jetzt, gucken jetzt alle so von vorne ein bisschen auf das Ding hier. Bei uns ist, glaube ich, chillig. Wir können in Richtung Einsatzziel mal gehen. Ja, alles klar. Ich habe auch hier keine Bedrohungsanzeige. Sorry, Jungs, ich wurde gesehen. Ich höre nur Schüsse. Ja, ich wurde gesehen. Scheiße, ey. Ich komme hier nicht mehr raus aus dem Haus. Ich kann nicht mehr nach oben, ich kann nicht mehr nach unten. Ja, wir machen das. Chill einfach da. Ja, hier ist eine Waffenkiste, bla bla. Vielleicht kann ich irgendwas wegsnipen, wenn ihr sagt, was ich machen soll. Yo, I got a weapons case here. Uni, rennt man nicht so weit vor. Ja, aber noch sieht mich niemand. Dass wir ein bisschen zusammenbleiben einfach. Ja, ja, ja. Bist du bei mir? Ich bin jetzt hier in der Baustelle. Ja, lass mal die 1 wegholen. Ja, mal gucken, ob ich es sicht bekomme. Jo, okay. Die 1 mach ich jetzt. Ja, also. Gut gemacht. Dann den hier unten, direkt vor uns. Den hole ich mal. Ich guck mal, ob ich von oben eine gute Sicht habe. Zu Anfang rüber. Kann jemand. Ah, wat? Was denn? Ich glaube, jetzt kann ich wieder raus. Ich fliege gerade hier mit der Drohne rum. Ich glaube, jetzt kann ich raus. Direkt obwohl vor unserem direkt vor unserem Gebäude, nicht vor Antons Gebäude. Jungs, seht ihr die 1? Ich bin so dumm. Lass mich einmal sterben. Ja, mach mal. Oder die 2? Alles gut. Oh, mich sieht aber auch jemand. Gleich. Oh, mich hat jemand gesehen. Ach, da drüben im Haus drin sind die. Alles klar. Rechts, rechts, rechte Flanke, Roni. Der kommt direkt auf unser Gebäude zu. Der ist nur hinterm Fels. Wenn der rauskommt. Habt ihr auch mal so einen Ton, als ob Schüsse an euch vorbei. Der ist down. Sind? Ja. Oh, perfekt. Ja, der war für mich blöd. Ich geh mal zu Lenny. Linke Flanke. Kommt einer hinter die Sandsäcke. Dann geh ich nicht zu Lenny. Down. Oh, da oben. Perfekt. Er hat nur noch die zwei, oder? Jo, der geht da in die gleiche Deckung. Ich warte, bis er auftaucht. Dann ist er weg. Treffer. Ja, ich auch. Oh, einer ist noch auf der Karte hinter Lenny. Ja, den hab ich. Ja, dann war's das jetzt. Lenny, ich kann zu Lenny gehen. Clear. How you guys holding? Alles sauber. Zu Lenny. Sehr gut. Ich geh mal rein und hol das Ding. Ja, sehr schön, Jungs. Hätten wir noch ein bisschen sauberer machen können, aber. Ja, das kommt mit der Zeit. Auf jeden Fall. Warte, und nur ein Opfer. Oh, der Fuß. Das ist fast keins. Richtig. Vor allem, wenn ich das. Ach, Lenny, jetzt habe ich kurz bevor du wiedergelebt hast. Hab mich schon gewundert, dachte mir so, hä? So, und jetzt, Jungs, hier sind extrem viele Sachen zum Einsammeln. Ja. Aber jetzt können wir uns hier umsehen, ne? Der meint ja all clear. Also sind hier keine Gegner mehr. Lennart, da wo du gerade warst, da ist ein Dokument in dem Haus gewesen, ne? Hast du das? Nee. Da oben. Ja, dann nochmal hoch. So, ich werde hier an dieser Stelle, wenn ich das Dokument angesammelt habe, die Folge beenden gleich. Und dann sammeln wir den ganzen Scheiß ein, ne?
während ich nicht aufnehme, einfach. Ja, ganz entspannt. How long has that guy been hanging there? Frage ist jetzt los. Uni, wie kamst du jetzt da hoch? Hey, ich bin nirgends hoch. Du bist doch zu dem Dokument irgendwie hochgekommen. Ach so, hier. Klettern. Was redet die da? Alter, die haben richtig viel Spaß. Ja. Nachschub neben dir, Jörn. Danke. Habt ihr noch irgendwas anderes gefunden als dieses Dokument? Hier liegen überall so Nachschubsachen und so rum. Ja, du musst ein bisschen gucken. Hier hinten, wo ich gerade hingehe, ist eine größere Waffenkiste. Ja, man muss immer so ein bisschen gucken, was so blinkt, oder? Ja, ja, man muss auf die Minimap halt einfach. Aber auf der Minimap sehe ich gerade nur diese Waffenkiste und